Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. In der heutigen Folge hatte ich vor, die Valkyrien Level 2 zu testen, wie es man vielleicht auch auf den Titel gesehen hat. Auf den Titel, genau. Im Titel gesehen hat, Valkyrien Level 2 sind gestern Abend fertig geworden und ich will die einfach mal ausprobieren. Denn wir hatten ja mal einen Angriff auf Level 1 mit denen und ich habe gesehen, wie heftig die abgehen. Ey, das ist total der Burner. Auf 3 kosten die 60.000. Ich weiß noch nicht, ob ich lieber die Queen dann auf 13 machen sollte oder die Valkyrien auf 3. Deswegen werden wir sie heute einfach testen. Aber nebenbei will ich euch sagen, dass es jetzt sozusagen einen Community-Clan gibt. Der heißt nicht PlayerGaddon, sondern Easy Life. Easy Life ist mir einfach wichtig, in einem Clan einfach chillige Sachen zu machen. Deswegen, ich war ja im Clan Kriegszellen, da habe ich gesehen, wie stressig das zugeht. Also ich weiß nicht, ob es für die Teilnehmer stressig ist. Für mich war es zumindest stressig. Denn da der Clan halt so erfolgreich ist mit über 60 Siegen, ich sollte vielleicht mal einen Angriff nebenbei zeigen, wäre sinnvoll. Hahaha. Okay. Da der Clan ja so erfolgreich ist, hatte er auch strenge Regeln, denn man durfte nicht angreifen, wen man will, was auch, glaube ich, relativ sinnvoll ist. Aber da gab es so verschiedene Taktiken, die sich, glaube ich, der Anführer ausgedacht hat. Und deswegen, bei uns kann jeder entscheiden, wie er angreift, halt nur muss es effektiv sein. Und ich glaube, die Regel ist auch, dass man halt, ich sag mal, vierfache Geschwindigkeit machen, dass halt die Differenz von dem Gegner minus 2 maximal beträgt. Also sozusagen, wenn man einen Clan kriegt, der vierte ist, dass man maximal an den sechsten angreift und nicht irgendwie den zehnten oder so. Das wäre wirklich sinnvoll, wenn man dies tut. Aber sonst sollte alles chillig sein. Joa, excessive. War es relativ erfolgreich in diesem Fight. Hast das meiste rausgeholt, oder? Ja, alles. Jo, hast alles rausgeholt. Wir können uns ja mal die Clan-Kriegsregeln angucken, die ich gestern geschrieben habe. Level 35, aktiv im CW. Dies ist ein aktiver CW-Clan. Standardtruppen sind Barbaren und Bogis. Dies ist ein gechillter Clan ohne richtigen Regeln, daher der Name. Easy Life, chillt euer Leben, Doppelpunkt. YouTube PlayerGaddon. Jo, falls ihr reinkommen wollt, hab Level 35, auf Einladung 400 Pokale, also es können sogar noch Farmer reinkommen. Momentan sind wir 6 drinne, mein zweiter Account ist sogar drin, Thomagaddon. Ja, das war's dann eigentlich. Ich würde sagen, wir werden nochmal einen Valkyrien-Angriff machen und wir sehen uns gleich wieder. Ich überlege gerade, ob wir den angreifen sollen, denn 322k lachen mich schon an und 1980 Dunkles. Natürlich ist jetzt hier die Base nicht allzu stark, sodass wir eigentlich 100% hinkriegen müssten. Versuchen wir einfach mal ohne Zauber, mal gucken, was das wird. Im Notfall benutze ich die Zauber. Wir setzen die alle auf eine Stelle. Flächenschäden machen den Valkyren nicht viel aus. Alter, wie die abgehen. Okay, wir setzen einfach mal einen Wutzauber drauf, damit es schön teuer wird. Alter. Wie die hier alle durchsmashen. Das ist ja unglaublich. Wir setzen mal einen Heal drauf. Nur zur Sicherheit. Boom, das Dunkle haben wir schon fast bekommen. Alter, wie die abgehen. Das ist ja der teuerste alle Burner. Der Knüller. Alter. Ob wir die Base restarten? Wahrscheinlich, ne? Guck mal, wie viele Valkyren noch leben. Das ist total heftig. Wir setzen hier einfach mal einen Sprungzauber hin, sodass sie nicht die Mauer smashen müssen. Alter. Hier leben noch 3 sogar noch. Das ist einfach nur das Schöne, dass sie sich so in die Mitte von mehreren Gebäuden stellen und dann mehrere Gebäude gleichzeitig kaputt machen, so wie Flächenschäden, ey. Alter. Sollen wir noch den Barbarenkönig setzen für die 100%? Ja, komm. Das tun wir. Ich weiß nicht, ob wir die 100% hinbekommen, aber Alter, wie wir durch diese Base durchgesmashed sind, ist ja der Hammer, ey. Ja, Level 3 Valkyren. Also ich kann mir vorstellen, wie die abgehen. Ab Level 4 haben die eine Axt, aber ich weiß nicht, ob ich mit Rathos Level... Ach, das ist ja ein Delay, genau. Ich sehe ja manchmal hier auch noch auf meinem Bildschirm, deswegen gucke ich manchmal zum Bildschirm. Mit meiner Elgato sehe ich da auch nochmal mein Handy-Bildschirm. Aber da ist immer nur so eine Versetzung von circa 3 Sekunden und deswegen habe ich mich gerade schon gewundert, wieso der Barbarenkönig so schnell war. Wir müssen ihn jetzt zünden. Oh, wurde doch nichts mit 100%. Wobei die Valkyren holen hier außen noch ein paar Prozente, wie es aussieht. Joa, das läuft doch. Ich meine, wir haben über 300k Gold geholt. Wir haben jetzt wieder 1 Million Elixier. Das läuft. Also die Besuchsfolge. Ich habe ja gestern ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ihr euch wieder für eine Besuchsfolge bewerben könnt. Mittwoch kommt die.
Ja, Mittwoch, wegen da habe ich noch keine Videos vor. Und dann müsste die eigentlich Mittwoch kommen, spätestens Freitag, und dann werden wieder einige besucht. Natürlich, es haben sich einige jetzt nochmal beworben, die schon mal besucht werden wollten, aber leider könnt ihr nicht besucht werden, da andere ja auch besucht werden wollen, denn es haben sich wirklich 11 neue Kandidaten bewerbt und die werden natürlich alle besucht. Bewerbt, beworben. Sonntagmorgen, da kann man nicht viel von mir erwarten. WhatsApp, ja, go away. Ein bisschen Elixier holen wir hier noch raus. 23, ja, eigentlich können wir jetzt beenden, oder? Ja, eigentlich können wir beenden und gucken. So, 313k Gold, 282k Elixier, 1700 Dunkles, sodass wir sogar die Valkyrien wieder reingeholt haben. Warte mal. Ich weiß nicht, ob wir die reingeholt haben. Ne, falsch. Dunkle Kaserne, wie viel kostet eine? Ja. Okay, 1000 Dunkles haben wir Verlust gemacht, aber wir haben schon wieder einiges reingeholt. Daher läuft das doch. Vielleicht haben wir... ich habe gestern noch einen Fight geteilt, denn ich habe gestern Abend noch meine Kaserne geboostet. Loot. Das war echt heftig, was der Gegner hier hatte. Oh. Nein. Oh. Ich habe was Falsches geteilt. Schade. Scheiße, mein Fehler. Das ist jetzt irgendwie peinlich. Auf jeden Fall, den Angriff, den ihr hier seht, das war 600k Gold, 400k Elixier. Ich habe leider zu wenig rausgeholt, viel zu wenig, aber... Naja, oh nein, wie peinlich, was müssen die jetzt von mir denken? Ich habe eine Verteidigung geteilt und geschrieben, Loot. Eieieiei, wir können noch ein bisschen zu meinem Dorf sagen, hier. Der dunkle Expo, genau. Der Expo Level 3 ist fertig geworden. Der nächste wird in 8 Stunden und 55 Minuten fertig. Darauf freue ich mich wirklich, der sieht richtig fresh aus, ne? Schaden pro Sekunde 75 und dann ist meine Base auch schon bald maxed out von der Verteidigung her. Ich kann nur noch den Luftfeger auf 5 machen und dann noch die Bomben und Riesenbomben. Die Riesenbomben gehen, glaube ich, nur bis 3, oder? Ich weiß es nicht. Meine Luftbomben habe ich letzte Woche geupgradet. Jetzt sind alle auf Level 3. Das läuft auf jeden Fall. Wir können uns mal angucken, wie viele Mauern ich schon habe. Gestern Abend habe ich ja geboostet. Ich habe 5 Millionen Gold erfarmt und 4 Millionen Elixier. Wie man sieht, 107 Mauern auf 8 und 113 Mauern auf 9. 30 Mauern fehlen mir nur noch. Dann habe ich keine Level 7 Mauern mehr. Das sieht man noch langsam. Und ich würde auch sagen, dass ich dann... Also einige haben mich jetzt in den Kommentaren gefragt, ob ich noch die Mauern auf Level 10 mache. Aber ich mache die Mauern wirklich nur auf Level 9. Weil das sonst mir wirklich zu lange dauert. Nee, dauert es wirklich nicht zu lang. Aber ich will euch auch neuen Content bieten bald, wenn ich so auf Rate Level 10 bin. Dann haben wir einen Freeze-Zauber, können alle Truppen Max, einen 7er Bartsch haben wir dann auch. Wir können mal versuchen, mit Bogenschützen irgendwie Meister zu kommen oder so. Wobei das schwieriger ist nach dem letzten COC-Update. Okay, die Elgato hat wieder rumgespinnt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also nach dem letzten COC-Update, nehmen Winter-Update, hat Supercell das ja gepatcht, dass die Bogenschützentürme jetzt schneller schießen. Und deswegen ist es viel schwieriger geworden, mit Bogenschützen wirklich hoch zu kommen. Aber wir müssen es eigentlich hinbekommen und wir können auch demnächst mal eine Pokéjagd starten. Sonntagmorgen kann man nichts machen. Dann gucken wir einfach mal, wie weit wir hochkommen. Wir waren ja noch nie im Meister. So, wo waren wir denn hier? So. Wo steht denn die maximal? 1250 Trophäen, süßer Sieg. Insgesamt habe ich gesammelt 2373. So hoch bin ich nur mit Bartsch gekommen, also mit 7er Bartsch wird es natürlich viel leichter. Ich werde jetzt schon mal ein paar Bartsch-Truppen produzieren, damit ich eventuell schon, wenn alles gut läuft, vielleicht nächste Woche, übernächste Woche alle Mauern auf 8 habe. Und dann habe ich auch schon 113 auf 9, das werden sogar noch mehr. Dann geht es langsam Road to Ratus Level 10 und dann ist doch alles geil. Dann haben wir den Freeze-Zauber, können alle Truppen maxen, wie ich schon bereits gesagt habe. Dann würde ich sagen, das war's mit den heutigen, mit der heutigen Folge Clash of Clans. Wenn ihr mal öfter solche Only-Fights sehen wollt, schlagt mir unten in den Kommentaren irgendeine Truppenkombination vor. Beziehungsweise mit welcher Truppe ich Only angreifen soll. Hexen wird teuer und nicht so erfolgreich, aber naja, ihr entscheidet. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.